Hallo, ich bin Jessie und ich studiere Agrarwissenschaften an der Uni Hohenheim. Ich komme aus einem kleinen Dorf und da ist samstags zum Beispiel der letzte Bus immer um 18 Uhr gefahren. Sprich, wenn ich weggehen wollte, musste ich immer meine Eltern fragen, ob sie mich am Bahnhof abholen oder eben 5 Kilometer laufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist mir völlig egal, was und wo ich studiere, auf jeden Fall will ich ausziehen. Aber wenn man auszieht, kommen natürlich auch Kosten auf einen zu, zum Beispiel Miete, Lebensmittel und noch vieles mehr. Und ich dachte, hey, woher bekomme ich dann jetzt die ganze Kohle? Meine Oma hat dann gesagt, beantrag doch BAföG. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht die geringste Ahnung, was das eigentlich ist und wo ich das beantragen kann. Und in diesem Video will ich ein bisschen Licht für euch ins Dunkel bringen. BAföG bedeutet Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ihr beantragt das beim Studierendenwerk eurer Hochschule. Das heißt, ihr müsst vorher schon wissen, wo ihr studiert, beziehungsweise ihr braucht schon eure Zulassung. Allerdings solltet ihr das dennoch möglichst früh machen, weil die Bearbeitung auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Den Link zu den Antragsformularen findet ihr unten. Wie viel ihr bekommt, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Einmal von eurem Einkommen während dem Studium, sprich habt ihr noch einen Job nebenher, von eurem Vermögen, das ihr habt, und auch vom Einkommen eurer Eltern. Da ist natürlich auch noch ein bisschen abhängig, ob ihr noch Geschwister habt, die zum Beispiel noch zur Schule gehen und die von euren Eltern auch unterhalten werden müssen. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann bekommt ihr entsprechend etwas mehr. Wie viel ihr bekommt, könnt ihr zum Beispiel über den BAföG-Rechner ausrechnen. Auch da ist der Link unten. Aber der BAföG-Rechner funktioniert nur, wenn man tatsächlich alles richtig eingibt. Und er kann auch keine Sonderfälle. Sprich, selbst wenn da dann jetzt 0 Euro rauskommen sollte, versucht es trotzdem einfach mal. Von dem Betrag, den ihr erhalten habt, ist die Hälfte geschenkt. Die andere Hälfte müsst ihr zurückzahlen, aber erst 5 Jahre nach dem Ende eures ersten Studiengangs. Die Rückzahlung erfolgt in Raten. Und das sind höchstens 77. Sprich, ihr zahlt, egal wie viel ihr bekommen habt, höchstens ungefähr 10.000 Euro zurück. Wenn ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr zurückzahlen sollt, gerade wenig oder kein Einkommen habt, dann könnt ihr euch auch freistellen lassen. Sprich, die Rückzahlung beginnt dann erst, wenn ihr ausreichend verdient. Wenn ihr noch Fragen zum BAföG habt oder auch zu anderen Themen, dann könnt ihr mich und andere Studienbotschafter gerne über www.studienbotschafter.de kontaktieren.